von außen haben wir sie schon gesehen. Jetzt freue ich mich, dass wir in der 777 sind. Und noch mehr freue ich mich, mit unserem Flugbetriebsleiter sprechen zu dürfen. Frank Malleiter, schönen guten Tag. Wissen, und ich auch. Flugbetriebsleiter. Bei vielen Sachen kann ich mir was vorstellen, Pilot, Ähnliches. Aber Flugbetriebsleiter, das ist mir noch relativ neu. Wie erklären Sie denn jemandem wie mir, was Sie genau machen? Als Flugbetriebsleiter leitet man den Flugbetrieb. Das heißt, man verantwortet disziplinarisch 400 Piloten, ist aber auch dafür verantwortlich, jederzeit genügend Piloten zu haben. Das heißt, die Langfristplanung, dann gehen wir in eine mittelfristige Planung, wir machen die Urlaubsplanung für die Piloten bis hin zu den individuellen Dienstplänen. Und dann geht es weiter natürlich im Tagesgeschäft, da ist immer mal wieder jemand krank, beziehungsweise ein Flug wird gestrichen, es kommt zu Verspätung und auch das müssen wir anpacken. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, man muss den Piloten zur Verfügung stellen, die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Electronic Flight Bag, wo die Anflugkarten drauf sind, wo die komplette Dokumentation für die Piloten drauf ist. Die Dokumentation, da haben wir mehrere Bücher, es wird ja alles sehr eng im Verfahren geregelt. Das heißt, die Verfahren werden festgelegt, werden veröffentlicht und müssen den Piloten zur Verfügung gestellt werden. Was denkt man als Flugbetriebsleiter, wenn man hört, wir kriegen sie, wir kriegen neue 777? Erstmal freut man sich sehr und dann war auch ein bisschen dabei, dass es noch mit dem kurzen Vorlauf sehr sportlich geworden ist, aber haben wir gut hingekriegt und ja, die Freude war natürlich sehr groß. Was genau ändert sich sowohl in Ihrem Aufgabenbereich als auch für die Crews, wenn so eine neue Maschine in die Flotte kommt? Eine größere Flotte, weil vorher hatten wir eine Kleinflotte mit 5 Flugzeugen, jetzt mit der Nummer 6 und Nummer 7. Haben wir einfach einen größeren Personalkörper und sind flexibler in der Planung. Das zeigt sich auch in besseren Plänen für die Crews. Das heißt, Urlaubswünsche können besser berücksichtigt werden, aber auch die individuellen Freiwünsche können berücksichtigt werden. Wir erweitern unser Streckennetz Richtung Südamerika, übernehmen dort von der MD-11 Strecken. Und das ist natürlich für die Crews auch sehr interessant, weil bis jetzt war es dort teilweise sehr eintönig, immer nur Richtung China, Richtung Peking, Richtung Shanghai zu fliegen. Da freue ich mich drauf und ich hoffe, auch unsere Crews freuen sich da sehr drauf. Sie haben es ja schon gesagt und ich habe es jetzt gelernt, Sie sind ja auch Pilot. Worauf freut man sich denn dann bei der 777? Was macht diese Maschine so besonders? Also erstmal sieht sie unglaublich gut aus. Zweitens ist sie sehr leistungsfähig. Sie ist ein modernes Flugzeug. Es bringt Spaß und Freude, sie zu fliegen. Da freuen wir uns doch mit. Frank Malleiter, vielen Dank.